Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwo im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir spielen hier gemeinsam ein wenig Fallout 3. Haben soeben Rivet City verlassen, bewegen uns jetzt mal ein ganz klein wenig durch die zerstörte Hauptstadt Washington. Mal sehen, was wir hier so finden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und dann würde ich sagen, auf ins Abenteuer. Jetzt schnappe ich mir unten so eine olle Karawane. Mal gucken, wo die mich so hinbringen kann. Willkommen. Ziehen. Ich biete an. Morgen. Was sind die? Wo ist denn der Garrett, der hier die... Hallo. Ja. Auf der Suche nach dem gewissen etwas. Hallo. Hallo. Na toll, der ist weg, kann das sein? Was ist denn das hier? Den Schuppen kenne ich noch nicht. Kein Zugang. Okay. Oh, why not? So, to Metro or not to Metro ist jetzt hier die Frage. Gehe ich da jetzt rein? Was habe ich denn so für Aufgaben? Der ist mir eigentlich zu weit weg. Stealing Independence. The Prime Aiding the Outcasts. Investigate the Outcast Signal. Das ist da, oder was? So, jetzt müsste ich quer durch die Stadt durch. Ja gut, wir gehen mal durch die U-Bahn und gucken mal, wo wir rauskommen. Das könnte ja funktionieren. Mal sehen, wo wir landen. Eins soll die sein. Zwei die Rifle, vier die Shotgun. Fünf das SMG. Sechs die Red Rider. Raider. Oh, der hat eine M14 oder so einen Scheiß über der Schulter. Gucken, ob wir da rankommen. Kommen wir nicht. Ja, war dumm. Ich glaube, da gehen wir mal andersrum wieder raus. Die sind mir, glaube ich, noch ein bisschen über. Und tschüss. Das ist eigentlich kein Level 2er Gegend hier hinten. Ich hätte besser hinten im Wasteland noch ein bisschen bleiben sollen, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin so schnell, ne? Natürlich voll am Ende hier. Diese blöde Karawane hier mal wäre, aber der Typ ist ja verschwunden. Ich kann jetzt natürlich am Wasser nach Norden gehen, aber wir gucken einfach mal. Ach so, ist wieder alles. Eins ist die Pistole. Zwei die Rifle, vier die Shotgun, fünf das SMG, sechs das Ding. Was war das? Was habe ich jetzt weggeschmissen? Die fünf, ich habe das SMG weg. Wo ist das SMG jetzt? Ah.
weg, wa? Scheiße. Ja, ist auch egal. Dann ist das so. Ich habe immer noch meine Shotgun. Und muss dann so gehen. Ist natürlich doof, aber gut. Ich kann nicht in diese Richtung weitergehen, weil... Ach so, jetzt bin ich da. Toll. World Border. Will aber nicht da durch diese Raider-verseuchte U-Bahn-Station durch. Kann ich hier nicht über der Erde noch irgendwo lang? Vielleicht durch das Gebäude da? Aber in die Richtung kann ich generell nicht. Da ist die Karte zu Ende, oder? Nee, nach Norden kann ich. Aber wie gesagt, durch die U-Bahn-Station, das brauche ich gar nicht versuchen. Die Raider machen einen kurzen Prozess mit mir. Nein, ich bin auf der Suche nach dem Typen, der hier eigentlich die Karawane leitet. Aber der scheint sich ja verzogen zu haben oder ist abgesoffen oder was weiß ich, wo der hin ist. Kann man hier unten unter die Erde? Da hinten komme ich nicht mehr rüber, ne? Nee. Also ich werde jetzt nicht bei den Supermutanten durchs Wohnzimmer laufen, das wäre ein bisschen kontraproduktiv, glaube ich. Vielleicht, wenn ich hier hochgehe. Da komme ich hier vorbei, keine Chance. Muss ich tatsächlich einen großen Umweg laufen. Könnte ich noch bei Brotherhood mal vorbei, die ist ja da hinten. Aber die sind glaube ich auf der anderen Seite vom Fluss, ne? Mal gucken, ob ich vielleicht hier noch irgendwo in eine U-Bahn-Station oder so reinkomme. Da komme ich nicht durch, so wie das aussieht. Ich kannte die Karte mal auswendig. Naja. Hier kam man auch nicht rein, ne? Da war ich auch schon. Aber hier war vorhin irgendwo. War hier nicht irgendwie so ein. Dass da irgendwo. Hier war irgendwo eine Sandsackmauer, habe ich vorhin gesehen. Da kannst du nicht rein, ne? Nee. Wie klein die Tür ist. Hier standen Sandsackmauern. Und wenn hier Sandsackmauern stehen, kann man hier bestimmt rein. Nein. Dann ist das für irgendeine spätere Quest. Oh ja, ich weiß auch für welche. Mhm. Genau. Hier geht's später, glaube ich, in einer der letzten Quests geht's hier lang. Wenn man die Brotherhood-Linie fährt, dann geht's, glaube ich, hier durch. Verstrahlte Metro. Toll! Okay, nass. Mal gucken, wie es da unten aussieht. Ob ich da heile durchkomme. Coca-Cola. Und weg damit. Einmal in die Fresse und dann ist vorbei. Cherry Bomb, Pork and Beans, ja, alles besser wie nix, ne? Oh, das sind ein paar mehr.
Shit. Daneben? Warum bin ich überlastet? Verstrahlt, wa? Ach du Hilfe. War richtig verstrahlt. So ein Mist. Right away. So. Noch einer. In Ordnung ist natürlich der Laden so verstrahlt. Strahlung. Viel zu viel. Wo ist mein Right Away? Da. Jetzt, na toll. Ja, jetzt bin ich ein Junkie. Super. Mal gucken, wo wir rauskommen. Vielleicht hat es sich gelohnt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, ey. Oh, fuck. Bitte, da ist eine Tür. Oh, Glück gehabt. More Rats. Kann ich natürlich voll brauchen. Zack. Und der nächste. Verdammt nochmal, was ist hier denn los, ey? Alter, das sind elende Scheißviecher, ey. Ja. Doch, die Pumpe nehmen wir. So.
So. Klatsch, so. Was haben wir da? iPhone Magazine. Okay. Keine Ahnung, ob das was Nützliches ist, was Teures ist, aber haben ist immer besser als brauchen, ne? Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich einen Topf mitgenommen. Egal. Laden wir mal später wieder aus. So, mal gucken, was hier oben Schönes gibt. Noch so ein Scheißvieh. So. Ich sag gemein, triller die einfach tot. Oh, sehr schön. Water Medical Brace. Lohnt sich auch nicht, ne? Scheiße, Redaway abhängig. So ein Mist. Hula Girl. 5 Wert. Was liegt da? Dirty Pre-War Park Stroller Outfit. Vorkriegs-Freizeitkleidung. Das lohnt sich nicht. Was ist hier drin? Da ist gar nichts drin. Das Haus ist echt eine Sackgasse. Schade. Nicht wirklich, oder? Ich hatte gehofft, dass ich mit dem Haus vielleicht um den... Hier ist doch noch irgendwo was. Ich höre das doch. Ich höre doch noch was rumlaufen. Ich habe Hunger, glaube ich. Oder? Irgendwo konnte ich doch gucken, ob ich Hunger habe oder nicht. Okay. Hui, ich glaube, ich bin ein bisschen high. I'm not hungry. Ja. Ach, Scheiße.
Hier kann ich garantiert nicht nach hinten wieder. Oh, Alter. Was sind das für Effekte gerade? Das war wohl nicht von dem Bier. Ich habe Dextrum. Mutil Mufan genommen. Das war vielleicht nicht so clever. Police Purebreds. Weg hier. Oh, scheiße, ein Supermutant. Und so ein Kackviech von vorne, das läuft ja schon wieder. Noch mehr Supermutanten. Zwei Supermutanten, supi. Ja, ich hätte nicht in die verstrahlte Metro reingehen sollen. Das war wahrscheinlich mein Tod. Komme ich denn von da aus irgendwie wieder? Ich muss ein Stündchen warten, da müssten die. So. Das war das Dextrometer, schlag mich tot, was mich da gerade. So, lokale Karte. Capital Wasteland. Landfund Plaza. Irradiated Metro. Ich könnte es riskieren, da nochmal zu gucken, ob ich da rauskomme, aber. Man weiß es halt nicht, ne? Aber was ist denn hier jetzt noch wieder, was mich hier so blöde. So. Okay, es war das Bier in Verbindung mit dem Red Waver. Hier rüber. Runter. Runter. Und hier unten war es halt alles verstrahlt, ne? Da ging's. So. Wieder ein Ghoul weniger. Stick. Besser wie nix. So. Komme ich da hinten raus wieder, ne? Hier bin ich schon mal gewesen, hier bin ich reingekommen. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, aber jetzt bin ich ja nicht mehr voll.
nix hier weg hier. Oh shit, wo kommt die denn her? Oh, noch mehr, scheiße! Ja, ich hab's begriffen. Ja, ich glaube, wir gehen doch durch die Irradiated Metro wieder zurück. Und versuchen es andersrum. Das hat keinen Sinn, hier durchzugehen. Ich muss aus dem Capital hier, aus dem zentralen Bereich raus. Das hat keinen Zweck so. Ich muss wieder zurück und dann muss ich andersrum raus. War vielleicht auch nicht ganz so clever, hier direkt am Anfang nach River City und dort zu gehen. Wobei, wie bin ich denn hier rausgekommen? Ich bin doch durch irgendeinen Tunnel durch, ne? Naja, laber nicht. Ach genau, jetzt muss ich hier runter. Scheiße. Da muss ich da unten durch, ne? Hier ist alles so verstrahlt. Scheiße, ungut. Och man, ja, ist ja gut, ich weiß. Scheiße. Habe ich nicht irgendwo hier Buff out? Komm. Hier sind wir reingekommen, ja. Ja, super, ich bin trotzdem immer noch an. So. Jetzt müssen wir irgendwie hier rauskommen. Also gehen wir hier garantiert nicht rein. Ja, ich weiß doch. Ach man, hör doch auf. Kann ich da runterspringen oder sterbe ich dann? Oh. Ging gerade so eben. Kann ich nicht mehr springen oder was? Wer bist du? Motorrad, okay. Wo landen wir jetzt denn hier? Okay, wir kommen schon mal wieder rüber. Dann können wir vielleicht gerade raus Richtung... Was war das? Ach, die scheiß Radiation Poisoning, wa? Oh, kacke. Ja. So. Nee, hier bin ich ja immer noch schon tödlich verstrahlt, oder? Critical, okay. Jetzt bin ich nur critical und nicht deadly. Aber wenn ich nur critical bin, dann dürfte ich da oben ja eigentlich nicht sterben. Ah! Die haben mich bestimmt gekillt, ja? Das könnte natürlich sein. Na gut. Gucken, ob die Brotherhood of Steel da vorne mir hilft. Ah, hier konnte man ja mit Q, genau. Sehr schön. Das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht. Wir haben noch viel vor uns. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu, da streame ich auch andere Dinge neben Fallout, die hier vielleicht nicht unbedingt auftauchen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao.